herzlich willkommen zu einer weiteren Rezension von mir. Heute geht es um ein Buch, das mir unglaublich am Herzen liegt, weil ich da so Lust drauf hatte. Und zwar hat Barbara Rieger mit 10 Autoren zusammen, AutorInnen zusammen, den Reigen neu rausgebracht. Und es heißt Reigen Reloaded, was ich klasse fand. Ich musste irgendwie direkt an Swan Lake Reloaded denken. Das war so ein Theater, ein modernes Theater, das hier vor, oh Gott, ich weiß gar nicht, 2-3 Jahren in Hannover auch mal war. Das war genial. Und wir haben hier die Neuauflage von Arthur Schnitzlers Reigen. Für diejenigen, die das nicht kennen, Arthur Schnitzlers Reigen war oder ist ein Theaterstück in 10 Akten, das den fließenden Wechsel verschiedener Paarkonstellationen darstellt. Also Person 1 schläft mit Person 2, Person 2, dann mit Person 3 und man hat halt quasi immer eine Person doppelt. Erst wird über sie berichtet aus der Sicht der ersten Person und dann erzählt die zweite Person quasi weiter und dann dreht, also so führt sich das fort. Und es ist tatsächlich ein Reigen, weil es endet dann wieder bei der ersten Person. Also wir haben ja eine Kreisbewegung, wenn man so möchte. Und Arthur Schnitzlers Reigen hat damals für unglaubliche Kontroversen gesorgt. Also das war wirklich ein Hammer. Das ist eingeschlagen wie eine Bombe. Das war natürlich gegen die Sitte und es war, also es kamen Themen da zum Tragen wie Ehebruch und Untreue und der schnelle Sex irgendwie zwischen den Klassen. Das war ein Hammer. Also es ist wirklich eskaliert und also wie das genau ist, möchte ich euch nicht verraten, weil in der Neuauflage hier wird der Reigen in Prosa erzählt und nicht mehr in Dialogen, wie das bei Schnitzler der Fall ist. Und das fand ich besonders interessant, weil ich mich gefragt habe, wie machen das wohl 10 AutorInnen, wenn sie eine Prosa-Erzählung fabrizieren möchten. Und es ist so gelungen gemacht. Wir haben ganz am Anfang sehr viele Informationen über Arthur Schnitzler und seinen Reigen. Deswegen wollte ich das jetzt nicht vorwegnehmen, weil das hier einfach auch nochmal drin steht. Warum das verboten wurde, wer das verboten hat, wodurch es aufgehoben wurde, wie es wieder aufgeführt werden durfte und so weiter. Das werde ich alles hier im Vorwort nachlesen können. Und dann findet ihr auch noch was dazu, was die Motivation hinter diesem Buch ist. Und ich fand es so großartig gemacht. Also abgesehen davon ist es übrigens eine wunderschöne Ausgabe, die auch innen drin wirklich wahnsinnig schön gestaltet ist. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, das zu lesen. Wir haben auch hier wieder 10 wechselnde Protagonistinnen, die halt auf moderne Art untreu sind, Sex haben, was auch immer. Wir haben hier Bezüge zu Tinder, zu modernen Prostitution, zu Wirtschaftsbossen irgendwie. Also es ist wirklich sehr modern gemacht und es ist sehr direkt, also der Ton ist schon sehr, sehr hart manchmal, ist schon sehr vulgär und ja, es wird nichts geschönt. Also das ist auf jeden Fall herauszuheben. So, bei Schnitzler ist es ja dann doch alles noch ein bisschen antiquierter, auch allein durch die Zeit und die Sprache, die herrsche, war das ein bisschen anders. Da wurde es dann, auch die Sexszenen gibt es natürlich bei Schnitzler nicht, das wurde dann gekennzeichnet durch Gedankenstriche. Hier wird das ein bisschen anders gelöst, aber auch sehr interessant, wir haben hier die ganze Zeit Bezüge zu Arthur Schnitzler, also das zieht sich schön durch. Und alle AutorInnen, die sich hier beteiligt haben, leben oder lebten in Wien, wo auch Arthur Schnitzler herkommt und wo auch der Reigen spielt. Und das fand ich total schön gemacht. Also man sieht einfach, dass sich da jemand wirklich Gedanken gemacht hat und dass das Herz dieser Sache wirklich bei Arthur Schnitzler und seinem Reigen liegt und dem Bedürfnis, das nochmal neu aufzulegen, weil es eigentlich zeitlos ist. Also manche Personen haben hier zwar Namen, aber das sind eigentlich mehr so Stellvertreterpositionen. Sie brauchen eigentlich keine Namen. Bei Schnitzler haben sie zum Beispiel kaum Namen. Also auch da ist es ähnlich. Da ist es dann das süße Mädel, also so eine Typisierung findet da eher statt, weil es einfach stellvertretend dafür steht, dass es jeder eigentlich so macht, dass Moral etwas ist, das doch sehr flexibel gehandhabt wird und dass Untreue etwas ist, das tatsächlich einfach auch überall zu finden ist. Und ob das denn jedes Mal negativ zu bewerten ist, das könnte man sich dann halt auch nochmal fragen. Auch das Frauenbild, das Schnitzler vertritt, ist für seine Zeit sehr, sehr fortschrittlich gewesen. Und wir haben hier auch wieder ganz, ganz tolle Szenen drin, wo ich denke, ja, genau so ist das. Das ist wirklich aus dem Leben gegriffen.
Was hier auch stattfindet, ist, dass, also bei mir hat es wahnsinnig viele Gefühle ausgelöst. Also es gibt hier eine Geschichte, da war ich wirklich abgestoßen, das fand ich ekelhaft. Das fand ich total ekelhaft. Und dann die nächste, die, da hatte ich so viel Mitgefühl. Und bei der nächsten, das war so humorvoll, dass ich wirklich auch schmunzeln musste. Also man hat hier so eine kleine Achterbahnfahrt der Gefühle. Und das, finde ich, ist immer bemerkenswert, wenn AutorInnen das schaffen. Ja, und so entsteht doch trotz zehnfacher Beteiligung ein sehr stimmiges Buch, ein sehr stimmiger Text, aus dem ich euch jetzt zwei, drei Auszüge vorlesen möchte, weil ich es wirklich unglaublich toll finde und ich einfach glaube, dass es hilft, sich vorzustellen, was einen hier erwartet, wenn man sich dieses Buch holt. Für die Pferde im Karussell macht es keinen Unterschied, denkt sie, ob jemand auf ihnen reitet oder nicht. Solange die Musik spielt, drehen sie die nächste Runde. Dann ein weiterer Ausschnitt und den fand ich wirklich auch zum Nachdenken, also ganz viele Sachen hier, da habe ich so drüber nachgedacht, haben ziemlich einen Tiefgang, wenn man da einfach mal länger drüber nachdenkt. Ein neuer Mann, denkt sie, und die eigene Wohnung wird einem ein bisschen fremd. Das Sofa, das Tischchen, die Pflanzen vor dem Fenster, die Skulptur, das Bild, das Fritz gemalt hat, aber das weiß keiner der Männer. Und aus der Sicht eines Mannes, dann setzte er sich auf in diesem fremden Bett und suchte erst einmal sich selbst. Suchte nach der Tageszeit, nach dem Ort, dem Grund. Also das sind so tolle Passagen. Und das hat mir so gut gefallen. Ich kann das absolut empfehlen. Ihr findet alle Informationen zu diesem Buch in der Videobeschreibung. Schaut euch das mal an. Ich finde, es ist so gelungen. Wenn ihr wisst, dass jemand Arthur Schnitzler wirklich mag und seine Bücher auch schätzt, dann ist das hier ein wahnsinnig tolles Geschenk. Ich hätte mich da enorm drüber gefreut. Ich finde, es ist auch für alle etwas, die einen offenen Umgang auch mit Facetten der Sexualität haben. Und auch der moralischen Ausdeutung von Treue. Es ist einfach unglaublich interessant. Und es ist natürlich auch ein bisschen verrucht. Es regt so ein bisschen den eigenen Voyeurismus. Man schaut natürlich diesen Personen dabei zu, wie sie hier betrügen und verführen. Eine wunderschöne Neuauflage. Ich finde, das ist ein ganz tolles Projekt. Es ist unglaublich gelungen und es macht Arthur Schnitzler alle Ehre. Und es hat... Ich habe es total genossen, das zu lesen und kann es euch vorbehaltlos empfehlen.